Und in Jerusalem begrüße ich Mike Lingenfelser. Wie ist denn die Lage in diesem Augenblick vor Ort? Sehr aufgeheizt. Wir haben hier vor wenigen Augenblicken Raketenalarm erlebt. Es waren mehrere Explosionen zu hören, die dann hier von vielen Palästinensern in Ost-Jerusalem mit Jubel beantwortet wurden und auch mit lautem Autohupen. Dass Raketen bis nach Jerusalem fliegen und es auch im übrigen Land mehrere Raketenangriffe gab, vermutlich aus dem Gazastreifen, das ist eine neue Eskalationsstufe, vor allem eben die Reichweite der Raketen, die ja oft im Grenzgebiet zum Gazastreifen landen oder in diese Richtung abgeschossen werden. Aber bis nach Jerusalem, das ist eine neue Stufe der Eskalation. Und in diesem Moment, ganz offensichtlich, fliegt die israelische Luftwaffe Vergeltungsschläge im Gazastreifen. Nun kommt all das ja nicht wirklich überraschend. Es ist nun mal Zusammenhang von zwei Ereignissen an einem Tag, die jede Seite auf ihre Art begeht. Man hätte doch da Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können. Hat man das getan? Nun, es gibt natürlich Maßnahmen auch der Deeskalation. Der Tempelberg wurde vor einiger Zeit beispielsweise für Juden gesperrt, um hier sozusagen ein bisschen zu deeskalieren, dass es nicht die direkte Konfrontation an den heiligen Städten gibt, also Haram al-Sharif, wie der Tempelberg von den Arabern bezeichnet wurde, das drittgrößte Heiligtum der muslimischen Welt, die Al-Aqsa-Moschee, wo eben viel des Konfliktes sich abspielt. Auch der Jerusalem-Tag, von dem wir gerade im Beitrag gehört haben, wurde kurzfristig, vor kurzem erst abgesagt. Auch das sind Maßnahmen der Deeskalation. Und jetzt dieser Raketenalarm führt natürlich zu weiteren Maßnahmen. Ob man das im Vorfeld hätte verhindern können, ist müßig zu spekulieren. Es gibt auf beiden Seiten Extremisten, die die Lage natürlich weiter anheizen. Und es gibt nun mal ungelöste Konflikte. Einer ist der im Streit um Häuser hier im Stadtteil Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem. Häuser, die israelische Siedler beanspruchen und die ihnen nach israelischem Recht von einem Gericht auch zugesprochen wurden, mit einem Räumungsbescheid, in denen aber bis heute Palästinenser leben, seit der Zeit, als Jordanien im arabisch-israelischen Krieg, also 1948, Ost-Jerusalem erobert hatte und hier eben palästinensische Flüchtlinge angesiedelt hatte. Also ein Streit, der lange zurückreicht, aber eben bis in die Gegenwart hält und hier in diesem Mikrokosmos, hier wo ich stehe, auch immer wieder aufflammt, wenn eben diese Streitigkeiten wie jetzt vor Gericht wieder zur Sprache kommen. Wie schätzen Sie es denn ein? Welche Sprengkraft hat diese Situation? Besteht die Gefahr einer dritten Intifada? Nun, auf den ersten Blick, das Wort Sprengkraft, das haben wir jetzt eben hier in der Luft erlebt. Wenn Raketen fliegen und dann vermutlich abgefangen wurden, also ich gehe davon aus, dass die Explosionen, die wir gehört haben, die Abfangraketen des israelischen Abfangsystems waren, die dann eben Raketen, die nach Berechnung dieses Systems eventuell in Wohngebieten landen würden, die werden dann abgeschossen. Und so gesehen gehe ich mal davon aus, dass es keine Verletzten oder Toten hier gibt oder an anderen Orten in Israel. Aber wenn es die gibt, egal auf welcher Seite, dann ist natürlich wieder eine ganz andere Eskalationsstufe erreicht und dann weiß man natürlich nicht, wie das endet. Das heißt, in 5 Minuten, sagt man hier gerne, kann ein Krieg entfachen. Nur Gott weiß, um auch mal das Bild der Al-Aqsa-Moschee und dieser heiligen Stätten, wo so viel Auseinandersetzung war in den letzten Tagen und Wochen, zu bemühen. Nur Gott weiß, was dann passiert. Deswegen, die Lage ist wirklich ernst und heikel, aber es ist natürlich nicht das erste Mal, dass diese Region und Ost-Jerusalem, also dieser Ort, an dem ich jetzt gerade stehe, Auseinandersetzungen, ja, Eskalationen dieser Art erlebt. Mike Lingenfelser, vielen Dank für die Informationen.